Staffel 1 war kalt und hart. 7 Kandidaten haben in der Wildnis von Norwegen ums Überleben gekämpft. Und auch in dieser Staffel wird es Glück, Chaos, Verzweiflung und Einsamkeit geben. Seven Roses Wild! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt. Vollkommene Isolation. Sieben Kandidaten werden für 7 Tage in der Wildnis ausgesetzt. Das Einzige, was sie bei sich tragen, sind 7 Gegenstände, die sie sich selbst ausgesucht haben. Captain Jack Sparrow, zielstrebig, abenteuerlustig, kühn. Wird er in der Wildnis seine Geschicklichkeit beweisen oder wird er ins Fettnäpfchen treten? Der verrückteste Pirat, den man bei Seven Roses Wild haben kann. Wird ihm seine ungewöhnliche Ausrüstung zum Verhängnis? Er hat bereits Kreativität bewiesen, indem er bloß mit Schildkröten an seinen Füßen einer Insel entkommen ist. Kann ein torkelnder Pirat mit einer Vorliebe für Rum 7 Tage in der Wildnis überleben? Ich zeig jetzt meine 7 Items, die ich dabei habe. Ein Glas voll Dreck. Der wird mir nützlich sein auf der Reise. Ganz wichtig. Ich habe meine Ma dabei. Ma, sag mal Hallo. Meine Ma. Ja, ein Hut ist sehr wichtig. Was soll ein Captain ohne Hut, ne? Das ist schlecht. Deswegen, mein Hut ist auch dabei. Mein Kompass, der wird mich überall hinbringen, wo ich hin will. Mein Messer für Wildschweine, für Piraten. Mal gucken, wofür ich den brauche. Feuerstall, für ein bisschen Feuer machen. Ein fluchter Piratenschatz, meine Ringe. Nun geht es zu dem Platz, an dem er volle 7 Tage überleben muss. Die Gegenstände wurden vorab in einem Drybag am Aussetzungsplatz platziert. Okay, es geht jetzt runter. Erster Tag beginnt in der Wildnis. Ich bin angekommen. Oh mein Gott, ich kann nicht. Ich melde mich gleich. Ich brauche eine kleine Pause. Okay, ich muss jetzt zu meinen Gegenständen hin. Die wurden da hinten hin platziert. Und ja, ich muss meine Sachen schnell trocken machen. Wo ist überhaupt mein Hut? Tag 2. Challenge Shelterbau. Shelter gefunden. Ist doch ganz einfach. Oh, muss ich mir keinen bauen. Na gut, die heutige Challenge ist bestanden. Auch wenn er seinen Shelter nicht selbst gebaut hat. Tag 3. Challenge Messerfähigkeiten.
Diese Challenge wurde trotz seines Enthusiasmus nicht bestanden. Tag 4. Challenge Nahrungssuche. Wieder das falsche Kraut. Wieder keine Kräuter gefunden. Dieser Blatt hier ist leider der falsche Blatt, den ich gefunden habe. Aber es ist eine Buche. Eine Buche ist sehr lecker, aber das falsche Blatt ist essbar. Wieder das falsche Kraut. Mit diesem scheiß Kraut zu finden. Ich finde es einfach nicht. Er hat zwar nicht viel gefunden, dennoch hat er etwas gegessen. Challenge bestanden. Morgen ist ja noch ein Tag. Tag 5. Challenge Floßbau. An der heutigen Challenge hat er nicht teilgenommen. Deshalb hat er die heutige Challenge nicht bestanden. Tag 6. Challenge Feuer machen. Das Feuer ist klein, aber fein. Challenge bestanden. Tag 7. Challenge Abholungstag.
Hat der Hubschrauber ihn entdeckt oder wartet er vergeblich? Dieses und weiteres seht ihr in der nächsten Folge. Die es noch nicht gibt, denn wir brauchen euch. Abonniert und liked den Kanal. Intuition Vertrauen! Wir haben kein Geld für Special Effects. Glas voll Dreck. Das ist eigentlich viel zu klein, das Glas. Was? Das Glas ist eigentlich viel zu klein. Ja? Das ist schon. Der hat ein viel größeres Glas eigentlich. Krass. Alle wieder in die Kamera reingeguckt. Mach weiter. Mach einfach weiter. Okay.